Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Übrigens wieder mit Ton. Ich hatte es ja in der vorletzten Folge, glaube ich, war es, dass ich keinen Ton hatte. Das fand ich sehr, sehr schlimm. Und ich weiß auch bis heute noch nicht, warum das eigentlich so war. Achso, ist noch zu jung. Oh, die sahen gerade so schön reif aus. Achso, das ist mein Eichhörnchen. Ich wollte gerade mein Eichhörnchen auch mal eben abernten. Ah, wir haben Eier, wir haben Eier. Wie Flauschi geht eigene Wege. Nee, ich will nicht die Staude. Ich will das Ei haben. Ah, jetzt. Wir haben aber nur ein Ei hier, wenn ich das richtig sehe. Da oben, das sieht so aus, als ob das Huhn in einem Huhn sitzt. Deswegen zwei Eier, sehr schön. Huhn ist nun erwachsen. Das ist bestimmt das Weiße gewesen, oder? Oder sah das nur beim Schlafen jetzt gerade so aus? Oh, sie legen schon wieder Eier. Sie legen schon wieder Eier. Ich muss hier mal eben ganz schnell einsammeln gehen. Kaum sind die mit dem Schlafen fertig, werden hier überall Eier gelegt. Wasser habt ihr doch genug, oder? Das reicht doch für alle. Das war denn dieses eine Zeichen da gerade, dass er Hunger hat oder dass... Ich habe halt im Moment nichts. Oh, ich warte immer noch auf das Überkorn. Ja. So, die haben wir ja gerade erst gefüttert, meine ich. Das tun wir erstmal rein. Dann. Was wollte ich noch? Achso, ich hatte jetzt beide Leitern hier. Das heißt, ich werde auf jeden Fall jetzt eine Leiter mal eben hier in meine Questruhe reintun, weil... ich nämlich die Leiter nicht holen kann. Das Problem ist, ich habe jetzt den Tipp bekommen, dass ich die beiden Sachen jetzt auch verkaufen kann. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich die vielleicht mal irgendwann gebrauche. Das wäre dann ganz doof, weil die dann müsste ich sie wieder teuer holen. Aber ich werde sie jetzt trotzdem mal wagen, weil, wie gesagt, ich brauche ständig Geld. Jetzt habe ich auch wieder nur noch 860 Münzen. Einmal Essen habe ich noch. Ich gucke noch mal eben, ob ich noch was kochen kann. Okay, Flauschi ist noch da. Der macht mir... das ist... da kann ich, glaube ich, nichts kochen. Dieses Eichhörnchen macht mich bekloppt, weil immer steht da, der geht eigene Wege. Und jedes Mal kriege ich so einen kleinen Herzkasper, dass der jetzt abhaut. Genau, Gemüsesuppe war eigentlich das Wichtigste, aber wir können, glaube ich, auch keine... ich weiß gar nicht, können wir Karotten jetzt anpflanzen? Ich habe, glaube ich, keine Samen mehr, oder? So, jetzt müssen wir einen gucken. Fenchelauflauf und so können wir alles nicht machen. Dann machen wir doch hier von... mal zwei. Ich habe nämlich was vor und dafür brauche ich wahrscheinlich leider sehr, sehr viel zu essen. Und natürlich, wo ich gerade davon spreche, schon habe ich hier unten nichts mehr drin. Also fast kein Essen mehr. Das ist natürlich wieder super. 2500, 3500. Kartoffeln mit Ei und Bauernsalat. Ich habe es mir extra aufgeschrieben mit dem Bauernsalat, wie viel ich dafür bekommen hatte. Und genau den Zettel habe ich jetzt gerade nicht mehr hier, weil ich nämlich noch von zwei anderen Spielen gefühlt 2 Millionen Sachen aufgeschrieben habe. Achso, doch hier unten. 1000. Ah ja, das war das, was so teuer war, ne? So, dann nehmen wir erstmal das, was wir jetzt gemacht haben. Und dann esse ich davon jetzt. Erstmal eins. Nee, hallo? Ich wollte eins essen. Ist nicht ganz aufgeladen, aber ich lasse das mal hier unten. Das hat nämlich einen speziellen Grund. Ich habe schon mal angefangen, die Bäume, die ich hier überall sehe, zu screenshotten. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Warum ist das hier so blau? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dabei ist mir etwas aufgefallen, dass ich tatsächlich nicht alle Ecken abgesucht habe, obwohl ich das eigentlich gedacht hatte, wo denn dieser Transporter sein könnte, der in Waldheim ist. Also nicht nur der, wo wir jetzt hinreisen, der im Norden ist, sondern der, der im Westen sein soll. Beziehungsweise, es hieß ja, dass im Norden noch einer sein soll. Wie war das im Norden? Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Aber du sagst mir auch nichts Neues, oder? Hallo Gameplayerin, einige seltene Zauber reagieren auch auf die Umgebungstemperatur. Wusstest du das? Nicht wirklich, wie mache ich mich? Du bist auf dem richtigen Weg.
Ich könnte ihn jetzt endlos mit der Frage, wie mache ich mich nerven? Aber wir lassen es mal sein. Wir sind heute, meine ich, so. Und zwar habe ich zwei Sachen vor. Eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich absolut nicht, ob das eine gute Idee ist. Und ich gucke ja gerade auch schon so zwischendurch, ob ich vielleicht irgendwo noch mal was mit der Leiter runternehmen kann. Ach so, habe ich jetzt. Ich habe aber nur eine Leiter jetzt weggetan. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich jetzt beide Leitern weggetan habe und gar nichts mehr ernten kann. Ich weiß, hier kann ich sowieso nichts machen. Ich glaube, von hier aus war das noch weiter runter. Das war bei Tiberius. Der ist hier, ne? Genau. Hier sind wir nämlich noch gar nicht rumgelaufen. Ich habe hier schon mal geguckt wegen dem Portal. Ich bin ja hier schon unterwegs gewesen. Und hier unten wollte ich als nächstes dann auch nochmal gucken. Aber hier sind wir tatsächlich noch nicht rumgegangen. Und das werden wir heute mal machen, weil... Können wir mit dir reden? Reden ja, aber bringen tut es uns nichts. Also nein, quasi. Ja, weil ich da nämlich was gefunden habe, was ich schon eine ganze Weile gesucht habe und dann aber auch irgendwie wieder vergessen habe, weil andere Quests im Kopf und ja, es, auf der einen Seite finde ich es ja schön, dass es jetzt gerade nicht regnet, auf der anderen Seite, immer wenn ich gucke, laufe ich irgendwo vor, auf der anderen Seite würde ich schon gerne noch ein bisschen Regen haben, aber ich denke mal, die Felder sind ganz gut bewässert jetzt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich finde das, hier wachsen überall diese schönen Kräuter, ne? Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich damit machen kann und alles, aber die wachsen hier überall und ich darf nichts davon ernten. Ich finde das eine Unverschämtheit, ganz ehrlich. So, ich glaube, es war hier links. Ja, genau, es war hier links. Dann gehen wir jetzt mal rein, beziehungsweise rüber. Ein weiterer Teleporter. Schade, er scheint defekt zu sein. Hallo, vielleicht kannst du mir sagen... Hallo, ja, eine traurige Geschichte mit dem Teleporter. Warum ist der denn kaputt? Es ist passiert, als sich dort unten in den Katakomben das Portal geöffnet hat. Ich hab's geahnt. Schon wieder eins dieser Portale. Hast du schon mal eins davon gesehen? Ja, in dem Tal im Westen. Dort gibt es eine Höhle. Sag doch einfach bei dir zu Hause. Stimmt, Kian hat bei seinem letzten Besuch letztens davon erzählt. Meinst du, wenn ich das Portal zerstöre, läuft der Transporter wieder an? Schwer zu sagen, aber das Portal zu zerstören wäre eine gute Sache. Wie komme ich denn hinunter? Ein Eingang zu den Katakomben ist gleich da vorne in dem alten Turm. Gut, dann schaue ich mir das mal an. Viel Glück und besuche mich, falls du lebend wieder herauskommst. Wie ermutigend. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Tiberius, da hilft auch kein Winken mehr. Ich denke, es kann nicht schaden, hinunterzusteigen. Doch, kann es. Du könntest dein Leben verlieren. In anderen Spielen könntest du sogar deine ganzen Sachen verlieren. Es kann schaden. Und es wird dir schaden. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich jetzt bei fremden Hühnern hier wissen, was die... Aber ich meine, das ist ja bei allen Tieren, nicht nur bei meinen Tieren. Was sie gerade denken. Ach so, jetzt habe ich die Dinger hier unten drin. Moment. Damit wir wenigstens sehen können, falls wir da jetzt irgendwas einsammeln oder so. Das Problem ist ja jetzt auch... Moment. Also falls wir das brauchen, nehme ich das noch mit runter. Weil es könnte problematisch werden. Ich bin lieber vorsichtig, wenn ich in so eine Höhle reingehe. Ach, das meint er wahrscheinlich hier, oder? Ah, geht noch nicht. Oh shit, es geht. Hier können wir runter. Da war eine Spinne. Da regt sich was in den Katakomben.
Aha. Ja, das ist ein Zombie, das stimmt. Ach so, ich habe gar nicht mein Schwert in der Hand. Natürlich ist es verschlossen. Was auch sonst? Was sehen wir denn hier hinten? Wir sehen nicht viel. Aber es ist, glaube ich, nur ein Raum, oder? Kann ich das nicht einfach kaputt machen? Och Mann. Ah ja, da habe ich dieses eine. Wie ist das nochmal eben? Nee, Laubholz, genau. Was ist das denn hier? Kann man gar nichts mehr machen? Auch nicht lesen? Oh. Kaputt machen wollte ich es nicht. Also, wir können nichts lesen. Da können wir nur an- und ausmachen. Hier können wir anscheinend das Buch auch nicht nehmen. Kaputt machen können wir hier auch nichts. Was können wir noch? Was haben wir denn jetzt alles bekommen hier? Kupfer, nochmal das andere Holz. Ich tue das mal nach oben, damit wir mal sehen, was wir hier unten noch so. Was wir hier unten noch so kriegen. Ist alles nur hier oben drin, ne? Ja, okay. Ich habe halt auch nicht viel Platz, das ist jetzt das nächste Problem. Ist auch noch was, oder? Ach, das hat er bestimmt wieder von der anderen Seite gemacht. Wetten? Ja. Also, wenn ich rausgehe, habe ich eben gemerkt, da ist eine Spinne. Das ist nicht gut. Dann gehe ich am besten. War das unten zu? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss jetzt panisch. Okay, unten ist zu. Wir gehen nach rechts. Oh, nein, ich will nicht mit euch kämpfen. Die Spinnen, da habe ich noch nicht mal Probleme mit. Aber diese Fledermäuse, die gehen mir auf den Sack. Hier können wir runter. Wie weit geht das hier runter? Oh, nicht weit. Okay. Wollen wir mal wieder einen Schlüssel für? Jetzt kommen die mir entgegen, oder? Nee, die sind mir nicht so weit gefolgt, glaube ich. Rechts? Ah, habe ich mich jetzt gerade schon. Rechts ist ein Zombie, wollte ich eigentlich gesagt haben. Oh, hier ist ein Portal. Hier ist ein Portal. Nein. Nein. Geht weg, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Da sind ganz viele. Nein, hier ist nicht wieder abgeschlossen, oder? Oh, ihr könnt mich doch mal kreuzweise. Geh weg. Ich mag dich nicht. Hier ist nicht abgeschlossen. Ich will weg von dem Portal. Oh, nein, hier sind schon wieder. Ach, immer drücke ich das Falsche. Kommen die jetzt hier rein? Oder habe ich kurz Zeit, das eben mitzunehmen hier? Ich hoffe, ich habe Zeit. So. Haben auch nur Holz bekommen, okay. Na. Geh weg von mir. Ich will hier irgendwo hin. Oh, nein, 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 nein. Ich will hier irgendwo hin, wo keine Gegner sind. Hier ist noch mal einer. Zack. Oh, nein, 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 nein. Geh weg. Kann man auch noch rein. Bin ich hier nicht eben durchgelaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Nein, geh weg. Ah! Da ist noch ein Schalter. Ihr folgt mir nicht, oder? Ich kann mal eben die Sachen hier einsammeln. Doch, gibt's eins auf die Mütze. Sind das drei Schalter? Oder sind das mehr? Ich bin gerade ein bisschen panisch, weil ich nicht weiß, wie es hier aussieht. Können wir hier eigentlich eine Karte? Ach so. Ah! Moment. War das immer so? War das nicht sonst so, dass wir keine Karte hatten? Der Teil hier ist aber eine andere Karte, oder? Das ist doch der von dem. Sind die alle miteinander verbunden? Nee, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Also, wir haben hier einen Schalter. Oh, die großen Verhältnisse sind cool. Da ist ein Schalter. Und irgendwo hatten wir noch einen Schalter gerade. Achso, genau, hier unten ist ein Schalter. Da kommen wir. Oh! Lass mich in Ruhe, räudiges Mistvieh.
Ah! Ich gehe raus. Ich mag euch nicht. Geht weg. Bleibt weg von mir. Ja, jetzt. Es ist eklig, was du mir immer entgegenwirfst. Also stirb. Ach. Moment, wenn ich da jetzt wieder runtergehe, was ist denn dann? Kann ich da irgendwas Neues mit der Statue oder so machen? Natürlich wird die jetzt müde. Ich bin gerade erst hier hingekommen und schon ist sie wieder müde. Das ist immer noch... Also da brauchen wir wahrscheinlich echte Schlüssel für, nehme ich mal an. Aber mit der Statue können wir gar nichts machen. Die steht hier einfach nur rum. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, wir haben Edelsteine bekommen. Und einen glühenden Zahn. Ich würde jetzt fast sagen, das hat ein Zombie verloren. Aber ich denke eher, das kam von einer Spinne. Was anderes habe ich nicht besiegt. Nein, du kannst mich mal. Geh weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich habe 3 Schalter gemacht, aber der funktioniert ja... Er ist inaktiv. Der funktioniert ja erst, wenn ich... Ich habe mich gerade schon gefragt, wo die ganzen Herzen hierher kommen. Der funktioniert ja erst... Moment. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, gut, okay. Ich dachte, vielleicht ist die Lösung ja doch so einfach. Ja, ich weiß, du bist wieder müde. Ist ja gut. Dieses Mädel geht mir so auf die Nerven, dass sie ständig müde ist. Es reicht doch, wenn ich ständig müde bin. Da muss die nicht auch noch ständig müde sein. Okay, er geht, glaube ich, nach Hause, also zum Verkaufen da oben. Kann ich mit ihm noch mal eben sprechen? Außerdem habe ich noch den Tipp bekommen, dass wir zu... Ich weiß es gerade nicht mehr. Zu Liam gehen sollen oder zu dem ersten Zauberer? Wie heißt der nochmal? Nee, Niam heißt der, ne? Genau. Der hier ist anders. Okay, er redet nicht mit uns. Er mag uns wieder mal nicht. Na gut, dann porten wir jetzt mal eben nach Hause. Die hießen aber so ähnlich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir haben 21 Uhr am Abend. Die hat noch nichts gemacht und ist schon wieder müde. Wenn ich daran denke, wie lange ich hier stellenweise noch am Arbeiten bin, bevor ich überhaupt ins Bett kann. Also das ist, ja. Wie mache ich das jetzt eigentlich alles mit der Hand? Ich weiß es gerade nicht. Das können wir... Alter! Ich dachte gerade, mein Eichhörnchen ist mich hier am Angreifen. Was war das für ein Geräusch? Da hatte ich noch einen Schlüssel. Schlüssel aus der ersten... Höhle zum Aufschließen einer Truhe. Oder, genau, das war, um die kaputt zu machen, ne? Aber da werde ich sowas von scheitern. Ich habe auch kein Essen im Moment. Zum Aufschließen einer Truhe oder Tür. Ach so, die wollte ich ja eigentlich verkaufen. Die tun wir mal wieder mit hier unten rein. Das tun wir erstmal hier rein. Können wir nicht. Wieso geht das von hier aus jetzt auch wieder nicht? Ach nee, weil das in dieser einen Truhe ist, ne? Ich weiß nicht, was diese eine Truhe hat. Ich habe die alle als Handwerkstruhe hier drin stehen. Habe extra das Kreuzchen gemacht und alles. Und trotzdem kann ich die Sachen, die hier drin sind, irgendwie nicht auffüllen. Das ist aber auch die einzige Truhe, die ich nicht auffüllen kann. Ich kann alle, die ich selber gemacht habe, die kann ich auffüllen. Ich finde das doof und seltsam. Und überhaupt. So, wir haben einen Schlüssel. Den könnte ich... War der hier drin? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wo stand ich denn jetzt eben? Ich stand hier, oder? Genau, das ist der von der ersten Höhle. Deswegen drehe ich die jetzt mal so rum. Was habe ich denn hier eigentlich? Maiglöckchen. Ach, stimmt. Ich hatte doch was Schönes gefunden. Gut. Ich werde versuchen, den nächsten Tag nicht ganz so lange zu halten. Die hat jetzt bis 6 Uhr geschlafen. Ich wusste es. Und sie sagt wieder, ich könnte noch im Bett bleiben. Wenn ich um 10 Uhr ins Bett gehen würde, ich würde gar nicht bis 6 Uhr durchschlafen können, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist eine andere Sache. So. Bin ich gerade am Überlegen. Ich denke, dass wir mit ihm... Ach nee, er heißt Einsiedler. Dann sollte ich doch mit dem anderen sprechen. Aber mit dem habe ich ja jetzt eben gesprochen und der hat mir nichts gesagt.
Ach so, kann ich die immer noch nicht reinholen? Doch. Die haben nur noch den einen Tag jetzt hier gebraucht. Das Korn sieht doch eigentlich auch gut aus, oder nicht? Sind die alle gleich? Ja, die habe ich, glaube ich, alle gleich reingetan, ne? Das ist auf jeden Fall noch zu klein links. Ich weiß gar nicht, was das Blaue jetzt ist. Jo, nimm das doch alles in eine auf hier. Nicht immer so unterschiedlich. So, ich weiß, ich sollte eigentlich meine Felder stark, stark vergrößern. Das müssten wir mal, oder ich müsste es mal offline machen, irgendwie am nächsten Tag oder so. Achso, das war die Aloe Vera Pflanze. Eine Kartoffel würde ich gerne mal anlegen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die werde ich sortieren. So, Kartoffel würde ich gerne anlegen. Neue Zwiebeln würde ich gerne anlegen. In der Hoffnung, dass wir das alles noch können, weil wir sind ja schon im Sommer, ne? Das sind die. Pilze, Mondstaude, naja, so wirklich gut was zum Anlegen haben wir jetzt auch nicht. Aber wir haben dafür schon einiges so mal gesammelt. Also wir haben hier noch Pilze, die halten uns für einen kurzen Zeitraum zumindest am Leben. Sagen wir es mal so. Wir haben 4 Mangofrüchte noch gefunden. Das ist zumindest besser als nichts, sagen wir es mal so. Es ist vielleicht nicht gut, aber es ist auch besser als nichts. So, nee, nicht 6, sondern 7. Zack, das tun wir mal da rein. Würde ich jetzt... Oh, das würde ich aber nochmal eben düngen. Jetzt komme ich schon wieder zu gar nichts mehr, weil ich jetzt hier wieder ganz andere Sachen am Machen bin. Ne? Ich habe wieder was ganz anderes im Kopf hier. So, die können wir alle so lassen. Was ist mit dem oberen? Da würde ich einmal düngen. Ich bin jetzt hier nur am Notfalldüngen sozusagen. Ich weiß halt auch nicht... Also normalerweise müsste man im Herbst auch noch was anpflanzen können. Ich hätte auch gerne mal so kurzfristige Sachen, wie zum Beispiel, was habe ich immer so gerne angepflanzt? Radieschen waren unheimlich lecker und die haben auch gar nicht lange gebraucht. Achso, der ist ja jetzt tot, ja genau. Die anderen sind verwest, kann das sein? Fällt mir gerade so auf. Oder sind die hier neu am Wachsen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber nee, das sind nicht die Sträucher, das sind andere, glaube ich. Oh, ich sehe doch mit meinen müden Augen ein paar Eier hier. Sehr, sehr gut. Deswegen würde ich eigentlich... Ach, ich laufe hier den Hunden entgegen. Deswegen würde ich eigentlich gerne auch andere Tiere noch haben wollen. Gerade auch für den Winter, ne? Ansonsten muss ich mich halt jeden Tag von Spiegeleiern nähern. Also irgendwie muss das alles gehen, aber Spiegelei mit Kartoffeln. Und das jeden Tag. Warum nicht? Okay. Wir haben schon wieder 10 Uhr. Dann laufen wir jetzt erstmal rüber. Ja, wobei ich eigentlich mal ausprobieren wollte. Ich rede erstmal nochmal mit dem Zauberer. Das war eigentlich ja noch als Tipp drin. Wobei das natürlich so eine Sache ist. Zauberer. Ich versuche es gerade nebenbei hier ein bisschen durchzulesen, aber ich finde es jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Ich meine aber, ich müsste mit ihm reden. Ist er denn jetzt noch am Schlafen hier? Der ist auf jeden Fall drin. Er ist am Frühstücken, ist aber okay. Vorausgesetzt, ich komme hier irgendwie rein. Hi, Überfall. Gib mir was ab vom Frühstück. Zauberer reagieren auf Umgebungstherapie, Umgebungstemperatur. Ja, das ist das Gleiche, was er letztes Mal schon gesagt hat. Okay. Dann bringt uns das jetzt nicht weiter. Die Frage ist, mit Tiberius haben wir gesprochen, das hat uns auch nicht weitergebracht. Ich sehe jetzt gerade aber was anderes. Moment, jetzt muss ich erstmal wieder... so, kann ich das hier doch hier... Was habe ich jetzt eingesammelt? Ich habe doch nur die Leiter ausgewählt. Mehr habe ich doch gar nicht gemacht. Okay. Geh weg da. Das sind meine Pflaumen oder was auch immer das war. Hallo? Die sind immer länger, als ich denke, glaube ich. Ne? Ja, Pflaumen waren das, genau.
Hier wächst auch noch irgendwas Rotes. Ich muss ja jetzt auch so ein bisschen ein auf Eichhörnchen machen, ne? Ich habe ja ein gutes Vorbild. Weil das Problem bei der Sache ist halt, es kommt ja dann auch in nicht allzu ferner Zukunft, nehme ich mal an. Oh, was jetzt? Ernte 20 mal Früchte von Bäumen. Yay! Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Ich mache das auch gerne noch 50 mal. Hauptsache, ich überlebe den Winter. Ich habe da so ein paar Befürchtungen. Dass ich wahrscheinlich irgendwie verrecke. Achso, der ist zu nah an dem... Ja. Na gut. Achso, das war das Marktholz schon wieder. Ach, ich vertue mich da immer mit. Ich habe es jetzt extra gescreenshottet alles. Ich habe es allerdings noch nicht hochgeladen, muss ich dazu sagen. Aber ich habe schon mal die ich bisher gesehen habe an Bäumen, die habe ich schon mal gescreenshottet. Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich gut an, auch wenn ich gerade nichts sehe. Doch, der hat Früchte. Ich weiß nur nicht genau, welchen Baum ich hier am Anklicken bin. So. Und trotzdem kann ich mir irgendwie nicht merken, welches Holz was ist. Das ist doch wieder dieses Smaragd oder was das war hier. Oh, was bist du denn für einer? Nein, davon lassen wir nicht die Finger. Wir wollen wissen, was das ist. Ah! Das andere ist doch gar nicht, das andere ist so viel näher dran als das hier. Och Mann. Also zwei Sachen würde ich jetzt gerne noch machen. Und zwar, einmal war ja unten nochmal ein Bereich, da wollte ich jetzt nochmal schnell reingehen in dieser Folge. Dass ich das nämlich auch mal erledigt habe, weil ich will das ja endlich mal freilegen. Moment, das ist jetzt diese eine. Eigentlich müsste ich da hinten rumgehen. Das ist ganz unten links. Das ist, glaube ich, hiermit verbunden. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin da privat irgendwo mal rumgelaufen. Weil ich was, was gucken wollte, was screenshotten wollte. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum ich da war. Und ich meine, das ist miteinander verbunden. Ich würde jetzt sagen, da weiß ich nämlich überhaupt nicht, was da ist, dass wir ganz unten mal gucken, wo das alles so ein bisschen zu ist. Den Anfang haben wir ja schon gesehen. Das sieht so ein bisschen nach, ja, auf jeden Fall abbaubare Steine, sage ich jetzt mal. Steine, Edelsteine, was auch immer. Danach sieht das so ein bisschen aus. So, da noch runter und dann am nächsten nach links und wieder runter. Kann ich mir nicht so ein, zwei kleine Schweinchen hier klauen? Hier ist sogar alles offen. Guten Tag, warum ist denn hier die Weide? Ach, sollte ich nicht auch die Tiere füttern? Fällt mir gerade ein. Hatte ich da nicht noch eine Aufgabe? Alfred braucht Heu für die Tiere. Ah. Okay, ich sollte Heu besorgen. Ich sollte sie anscheinend nicht füttern. Ah, da war noch was. Genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe sogar noch Heu da. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Heu er braucht. Da müsste ich dann mal eben gucken. Und das war, glaube ich, hier links rum, oder? Ich nehme schon mal die Spitzhacke. Ist noch ein Stück runter, genau. Diese ganz großen hier, die können wir uns alle, glaube ich, noch nicht machen. Da brauchen wir jetzt noch eine bessere Hacke. Ach so, da kamen wir nicht weiter. Das war das Problem. Können wir jetzt auch nicht machen, oder? Oder? Also, es tut sich nichts, aber sie sagt nicht, dass sie es nicht kann. Hm. Das kommt mir jetzt ein bisschen suspekt vor. Also wie gesagt, es tut sich jetzt nichts, das ist richtig. Aber sie sagt auch nicht, dass sie das nicht abbauen kann. So, dann haben wir hier mal feuchte Luft aus dem Süden erneuert die Böden. Ah, okay. Auf jeden Fall sollen wir was lernen. Aber der Entwickler hat nicht mit mir gerechnet. Ich habe, was solche Dinge angeht, einen Kopf wie ein Sieb. Ich kann nach 30 Jahren noch sagen, was mein Freund gesagt hat, was mir missfallen hat. Aber solche Infos, die ich mir vielleicht merken sollte. Also, naja, was heißt merken sollte? Das ist ja jetzt eine Info. Moment, können wir die?
Moment, das ist zu nah, oder? Ja, natürlich ist es wieder zu nah. Moment, wächst hier Heu? Nee, oder? Ach, shit. Ich habe die Sichel dabei, aber jetzt bin ich gerade... Ach, ich habe mein Gedächtnis wieder. Moment, ich probiere es mal kurz aus. Nee, ach so, ist doch kein Heu. Ah, okay, okay, okay. Och, du wirst jetzt nicht schon wieder müde. Und da ist wieder eine Katze, die ich wieder gesehen habe. Und ich würde die gerne haben. So eine flauschige weiße Katze. Wobei schwarze Katzen finde ich schöner. Schwarze und rote Katzen, die finde ich total klasse. Und ich habe natürlich mal wieder, wenn ich eine Katze sehe, nicht die Möglichkeit, sie einzufangen, weil ich doof wieder mal keinen. Bist du ein Hund? Du bist doch kein... Oh, jetzt... Bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, wenn ich jetzt hier die Dings in der Hand habe. Nein, nicht saftige Wiese. Streichel den, kraul den, irgendetwas. Das ist ein Hund. Muss ich den Shot machen. Das ist ein Hund. Scheiße. Gehört dem irgendjemand? Also, ihr wisst, was ich meine. Ich kann kein Deutsch mischen. Da ist noch einer. Wo sind wir denn hier? Hier auf dem Weg nach oben links. Wo auch immer wir da hinkommen. Ja, ihr lebt doch hier nicht einfach so in der Freizeit. Also hier draußen, ohne Härchen, oder? Ah, hier können wir... Schade. Ich hatte gehofft, Trick 17 könnte funktionieren, aber tut es nicht. Gut, das wäre jetzt eine Verbindung gewesen, glaube ich, dahin. Aber das funktioniert leider nicht. Hier sind Hunde. Ich brauche einen Käfig. Ich will den Hund zwar nicht einfangen, aber irgendwie ja schon, ne? Also wir haben ja genug Käfige, deswegen wird das ja jetzt nichts ausmachen, wenn wir da einen Hund mal einfach drin bunkern, oder? Das heißt ja auch, dass die Eichhörnchen, wenn wir kein Futter mehr für die Eichhörnchen haben, dann können wir die einfach wieder in die Kiste tun. Es soll, so wie ich es verstanden habe, nicht dafür sorgen, dass das Tier irgendwann mal stirbt. Sondern soll eher verhindern, dass das Tier eventuell mal sterben könnte. Jetzt sind wir hier überall durchgelaufen, oder? Ich weiß, dir fallen die Augen zu. Ich werde das jetzt aber noch ausreizen, bis dir wirklich die Augen zufallen. Hier oben ist eine Katze. Warum laufen die einfach rum? Ich meine, ich kenne so Straßenhunde, kenne ich natürlich. Als wir mal auf Kreta gewesen sind, da haben wir auch welche gesehen. Und ja, man soll halt immer die Finger davon lassen und so. Finde ich immer schade, weil wenn ich einen Hund sehe, will ich den streicheln, ohne Wenn und Aber. Das ist nun mal so. Aber ja gut, ich meine, ich kann es auch verstehen, dass man natürlich nicht jedes Tier streicheln sollte. Ja, für alle, die jünger sind draußen, die zuschauen, nicht alle Tiere streicheln. Auch wenn das Tier vielleicht lieb aussieht, also in Bezug auf den Hund jetzt beispielsweise, es kann auch sein, dass der mal nicht so lieb ist. Was nicht heißt, dass jetzt alle Hunde, die jetzt nicht lieb aussehen, nicht lieb sind, ne? Also manche, die gucken auch ganz böse und die sind aber eigentlich ganz lieb. Also das ist, man muss entweder eine sehr, sehr gute Hunde- oder Tierkenntnis, sage ich mal, haben. Im besten Fall den Besitzer fragen, wobei das immer auch immer so eine Sache ist. Manche Besitzer sagen dann einfach, ja klar, kannst du den streicheln und im nächsten Moment beißt der einen dann. Weil der, keine Ahnung, vorher noch nie ein Kind gesehen hat und keiner wusste, dass er negativ auf Kinder reagiert zum Beispiel. Also wir haben schon alles erlebt tatsächlich. Und ich, die schon als Kind total tierfanat und jetzt auch insbesondere hundefanat war, ich wollte unbedingt so einen kleinen Nackthund streicheln. Den hat eine Arbeitskollegin von meiner Mutter damals, ich glaube, aus dem Tierheim gerettet. Und ich durfte den nicht streicheln, weil der Hund so... was Schlimmes erlebt hat mit der ehemaligen Familie, dass der so ängstlich war, dass der wirklich vor allem, achso, ich habe das Ding nicht mehr in Hand, dass der wirklich vor allem geflüchtet ist, für jeden. Hi, ja, finde ich auch. Schon wieder geht ein Tag vorüber, schade. Ich hätte gehofft, vielleicht haben die nochmal irgendwie was Neues, aber auch nicht so wirklich. Ich denke mal, im Anfangsbereich kriegt man jetzt hier auch nicht mehr neue Quests, sondern nur noch im Waldheim. Gehe ich mal stark von aus.
haben wir denn hier noch irgendwas, was wir so auf dem Weg mitnehmen können? Ich meine, ich porte natürlich auch sehr gerne, wenn man sich dabei auch die Zeit ein bisschen sparen kann. Aber seitdem das mit der Leiter jetzt endlich geklappt hat und ich ja herausgefunden habe, dass ich damals nicht zu blöd war, sondern das einfach nur damit zu tun hat, dass die... Ach, das ist noch was, oder? War doch gerade noch was Rotes. Ja. Dass das nicht damit zu tun hat, dass ich zu blöd war, sondern einfach nur damit, dass ich das nicht holen konnte, weil das halt in Waldheim war, da in dem Wohngebiet. Seitdem macht mir das hier schon Spaß, einfach mal in der Gegend rumzulaufen, Sachen zu holen. Ich würde das auch gerne mal öfter einfach nebenbei laufen lassen. Also sprich, einfach mal ein, zwei Tage, vielleicht speziell an den Wochenenden oder wie auch immer, mal einfach was einsammeln. Und das halt nicht aufnehmen, ne, weil es für euch wahrscheinlich auch zu langweilig ist, wenn ich in der Gegend rumlaufe und hier die Sachen alle am Einsammeln bin. Oder vielleicht auch nicht, weil ihr ungefähr dann wisst, wo man die Sachen vielleicht mal finden kann. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was für euch besser ist, dabei zu sein. Also vielleicht nicht jedes Mal, aber mal so ein, zwei Mal oder so. Oder ob euch das gar nicht interessiert und ihr sagt, ach, weg mit dem Scheiß, will ich nicht. Kann ja auch sein. Ich glaube, hier oben die Blumen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Platz habe. Doch, habe ich noch. Hier oben die Blumen, die habe ich jetzt auch seltener gesehen, seitdem wir Sommer haben, glaube ich. So, es tut mir leid, aber ich kann euch nicht alle holen. Ich will euch ja auch nicht alle holen, wir müssen ja auch irgendwann mal hier, ne, Schluss machen mit der Folge und so weiter. Stapel auffüllen, das kann ich wieder nicht. Aber wo kommt das hin? Das habe ich doch irgendwo. Konnte ich natürlich wieder nichts verkaufen und ich werde die Dinger jetzt mal mitnehmen. Ich dachte aber eigentlich, ich hätte fünf Stück. Hat mir nicht noch einer was zusätzlich geschenkt? Bin mir jetzt nicht sicher. Na, muss ich nochmal ein ernstes Wörtchen mit meiner Truhe reden. Vielleicht hat sie auch irgendwas von mir geschluckt oder so. Weil meine Truhe Hunger hatte. Ich bin mir nicht sicher. Dieselfarnblüte. Ja, keine Ahnung. Ich tue dich jetzt erstmal hier rein. Ich habe keinen guten Platz gerade für dich gefunden. Ich habe sowieso jetzt total den Überblick. Natürlich habe ich sie jetzt hier drin, das war so klar. Wenn es nicht weiter da reingezogen wird, dann muss es ja eigentlich hier drin gewesen sein. Ja, aber der zieht dir nicht zu einem anderen rüber. Den habe ich doch gehabt. Das wollte ich verkaufen. Das kann ich erstmal wieder hier hin tun. Ja, ich bin mir nicht sicher. Schlüssel auf der ersten Höhle. Also ich würde das schon gerne aktivieren. Ich habe aber Panik, weil der halt gesagt hat, ich soll mich erst aufrüsten. Ich glaube, er hatte das hier gesagt. Und dass das sehr, sehr schwierig ist da drin. Ich würde damit gerne noch bis zu einem bestimmten Update warten, weil ich weiß nämlich ein bisschen mehr als ihr. Und das Update wird wohl bald kommen, deswegen würde ich damit eigentlich gerne noch warten. Schlüssel aus den Minen. Ja, vielleicht kann ich da irgendwo schon mal eine Tür öffnen, dann hätte ich den Schlüssel schon mal weg. Wobei die natürlich auch immer wieder neu kommen, ich weiß es gerade nicht. Ich bin ja gerade am Verrecken, oder? Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen es jetzt kurz und schmerzlos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, falls ich dann noch lebe. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich muss aber noch was essen, weil sonst lebe ich wirklich nicht mehr. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!